nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem Talk. Das Auge auf dem Nil, Zivilgesellschaft unter Angriff. Viele von euch werden wahrscheinlich erst 2011 mitbekommen haben, dass die ägyptische Regierung Aktivistinnen und Journalistinnen angreift. Aber natürlich war das schon früher so, dass die Regierung hat seitdem einige Male gewechselt, aber die Angriffe gegen Journalistinnen und Aktivistinnen haben sich seitdem nicht geändert. Und dementsprechend darum geht es jetzt in diesem Talk, wie genau diese Aktivistinnen und Journalistinnen angegriffen werden. Und das, glaube ich, wird sehr interessant, weil die Angreiferinnen in dem Fall einige OPSEC-Fails gemacht haben und dementsprechend gab es einige einige Einblicke in die Infrastruktur gab. Unsere Sprecherin ist Computer, also IT-Expertin, hat Informatik studiert und ist Malware-Analystin. Großen Applaus für Asil und viel Spaß beim Talk. Danke. Stellt euch vor, ihr lebt an einem Ort, wo ihr überall Korruption seht. Ihr seht unschuldige Leute ins Gefängnis geworfen unter irgendwelchen Vorwänden, Zeitungen, die zensiert werden und geschlossen werden. Ihre Webseiten sind auf einmal nicht mehr erreichbar und das Schlimmste daran ist, ihr müsst darüber schweigen. Weil jedes Wort, das ihr sagt, jeden einzelnen Social Media Post, den ihr teilt und jede Aktion, die ihr setzt, kann und wird gegen euch verwendet werden. Das ist die Realität, die Menschen täglich in Ägypten erleben. Hallo allerseits, mein Name ist Asil. Danke, dass ihr zu meinem Talk kommt, The Eye on the Nile. Also wie schon erwähnt ist, ich bin eine Malware-Analystin bei Checkpoint, arbeite dort bei der Threat Intelligence und ich bin vor allem interessiert in APTs und staatlich finanzierte Angriffe im Nahen Osten. Es ist also wenig überraschend, dass wenn dieser Report von Amnesty International im März veröffentlicht wurde, also Phishing-Angriffe gegen die ägyptische Zivilgesellschaft mit Third-Party-Programmen, dass ich mich das interessiert habe. Und die Phishing-Angriffe, die das sind, das sind nicht typische Phishing-Angriffe, wie ihr die sonst kennt, sondern in dem Fall gab es eben quasi Drittserver, also Drittanbieter, Programme, die da eingesendet wurden und Links zu diesen Anbietern sind über die Phishing-Attacke geteilt worden und die Applikationen oder die Programme, die da verteilt wurden, haben quasi vorher diese, wie ihr das seht, Erlaubnisse wollen, nämlich, dass sie quasi lesen und schreiben und alle E-Mails auch löschen dürfen. Das heißt, dadurch bekommen die Angreiferinnen kompletten Zugriff auf die E-Mail-Adresse. Danach haben die Opfer sogar quasi Warnungen von Google bekommen, dass sie angegriffen wurden und dass diese Angriffe spezifisch gegen Menschenrechtsaktivistinnen und Verteidigerinnen in Ägypten eingesetzt wurden. Und wie ich das gelesen habe, war mir klar, die Forschung, da will ich was beitragen mit diesem Thema. Aber wie kann ich das machen? Das habe ich nicht gewusst. Wie untersucht man so eine Angriffswelle, nachdem sie eigentlich schon vorbei ist? Also Amnesty International hat viel technische Informationen darüber geteilt, also hat nicht so viel geteilt, aber zumindest einiges, nämlich die Webseiten, die sie gesehen haben, die Angreiferinnen verwendet haben. Die waren also bekannt. Also klar, nachdem ich auf die gesucht habe, die waren natürlich alle schon weg. Also die waren schon offline. Also habe ich angefangen, alle Informationen über die Geschichte dieser Webseiten herauszufinden. Also alle öffentlichen Informationen, die ich finden konnte, wie die Geschichte davon aussah. Und ich habe relativ schnell herausgefunden, dass alle von denen Subdomänen haben, die quasi Namen von den, also deren Subdomänen hatten Namen von den Services, die sie quasi, also für die sie gefischt haben, also eben Outlook oder Yahoo oder sowas in der Gegend. Und eine Subdomäne, die war sehr auffällig, und zwar die da. Also wie ihr seht, die ist offensichtlich, es schaut jetzt irgendwie aus, als wäre das eine einfach random, also zufällige Zahlen und Nummern, aber de facto, jeder einzelne von diesen Buchstaben und Zahlen ist exakt ein Begriff im Arabischen. Und wenn man das jetzt quasi von rechts nach links liest, so wie sie im Arabischen dann gehört, heißt das quasi, dass das Volksbewegung
Und das gibt exakt, und wenn man das sucht, dann gibt es nur eine, auf Google, dann gibt es nur eine Referenz, die ihr findet, nämlich einen Channel, ein YouTube-Channel. Und dieser Channel hat der hat zum Beispiel solche Nachrichten gegeben, also so, werdet zornig, geht auf die Straße, soll es quasi eine neue Revolution starten, aber auf jeden Fall seid sicher, dass ihr die Administratorinnen kontaktiert und ihnen alle Informationen gibt. Also sehr früh, wie ich mir diese Infrastruktur angeschaut habe, habe ich schon festgestellt, dass es da wirklich darum ging, dass man eben möglichst viele Informationen über Leute findet, die möglicherweise gegen das ägyptische Regime arbeiten wollen. Eine andere Sache, die mir da relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass viele von diesen Webseiten auf dieselbe IP-Adresse resolved haben. Und diese IP-Adresse war, also diese mehreren IP-Adressen waren in derselben Range, also sprich im selben Netzwerk. Also habe ich angefangen, diese IP-Adressen zu monitoren. Und ich habe dann neue Webseiten, die darauf registriert wurden, gesehen und da so resolved. Und eine davon, die mit einer von diesen IP-Adressen assoziiert wurde, ist, die hat auch dieselbe Namenskonventionen verwendet wie diese vorigen bösartigen Webseiten, also quasi Mail und Login und solche Dinge, also das nach einem legitimen Mail-Service ausgeschaut hat. Aber was wirklich spezifisch war über die eine, ist, dass sie ein Open Directory hatte. Das heißt, ich konnte alles sehen, dass die Angreiferinnen auf dieser Webseite gespeichert haben. Und das war ziemlich praktisch für mich. Also, die Folder darin waren halt vor allem irgendwie Dokumente und HTML-Sachen, aber da war auch ein ZIP-File drin, das tatsächlich alle, das ich downloaden konnte, und habe quasi allen PHP-Source-Code sogar von der Webseite gesehen, das habe ich gemacht. Ja. Und wenn ich mir das anschaue, also die Directories darin, jedes davon hat einen anderen Zweck. Das erste ist WS, das ist quasi ein Control Panel gewesen für die Angreiferinnen, das heißt quasi, darüber konnten sie Requests an die Website schicken mit einem Parameter, der einfach Action hieß, und darüber konnten sie zum Beispiel sagen, dass spezifische Aufgaben erledigt werden sollen von dem Control Panel. Also zum Beispiel Statistiken über die Daten, die sie dort haben, Dinge konnten gelöscht werden, die dort auf dem Server waren, und andere. Also das waren einfach Kommandos quasi. Ja. Und einige interessante Sachen mit diesem Control-Panel waren da ganz interessant in dem Code. Zum Beispiel habe ich gesehen, was die Login-Daten der Angreiferinnen waren, also Usernamen, Userinnennamen und Passwörter. Das ist natürlich praktisch. Und außerdem habe ich gesehen, was die Default-Zeitzone war, und zwar nämlich war die von Kairo. Ne? Das ist schon relativ interessant. Das Control-Panel hat außerdem die Anzahl der Requests gezählt, die auf die Website gemacht werden, und hat die immer über 3 Stunden gezeigt. Und wenn mehr als 30 Requests pro Stunde waren, das war also relativ viel, ja, das könnte schon quasi, da haben sie anscheinend gedacht, das ist quasi verdächtig und jemand versucht, den Server anzugreifen. In dem Fall wurde eine E-Mail gesandt zum DevG-E-Mail-Account, den ihr da quasi auch seht, und das, also quasi, dass sie sich ihren Server anschauen sollten und jemand anscheinend versucht, da einzubrechen. Nachdem ich das gesehen habe und mir dachte, vielleicht ist der Gmail-Account ist offensichtlich verbunden mit den Angreiferinnen, das ist natürlich auch schon mal eine gute Info für mich. Was euch vielleicht da auch auffällt bei diesen Code-Snippets, ist, dass es da viele Kommentare gibt. Das sind jetzt keine, die ich da dazu geschrieben habe, sondern die waren schon da von den Angreiferinnen, die fast jede Zeile des Codes dokumentiert haben und geschrieben haben, was er tut. Das ist natürlich extrem hilfreich für mich, wie ich versucht habe zu verstehen, was dieser PHP-Code tut und ihn analysieren wollte. Aber vor allem viele von diesen Kommentaren waren sehr schlechtem Englisch verfasst, sowohl grammatische Fehler als auch Rechtschreibfehler. Und das ist natürlich auch schon ein guter Hint. Und ich glaube, mein Lieblingsfehler war der folgende, dass sie Buffering als Puffering geschrieben haben. Wenn ihr Arabisch kennt, also gibt's einfach keinen Buchstaben P. Ja? Also viele von uns mischen B und P. Das ist einfach total klassisch für Muttersprachlerinnen des Arabischen. Und da ist ein super Tweet, der das zeigt. Ja?
wenn ihr irgendjemanden von Ägypten kennt, dann wisst ihr, dass dieser Tippfehler eindeutig klar, also eindeutig darauf hinweist, dass die Sprecherin oder Sprecher von, aus Ägypten ist. Ein weiteres Ding ist quasi Twist. Das ist irgendeine Art von Link-Shortener. Ja, Shorten Me war der genannt. Und die Angreiferinnen schicken dem Skript lange URLs. Daraus entsteht dann ein kurzer Token. Und der Token wird dann quasi zu einer wesentlich kürzeren URL zusammengefasst, damit das auch nicht so auffällig ist. Die Angreiferinnen haben aber quasi diese langen URLs alle in einer Datenbank gespeichert. Und diese Datenbank ist auf dem Server. Und ich habe ja alles auf dem Server sehen können. Also konnte ich auch alle diese langen URLs sehen. Und das Erste, das da war, ist anscheinend ein Test gewesen. Und da drin war eben genau dieser E-Mail-Account auch innerhalb von dieser langen URL. Und das scheint eben anscheinend das Testskript der Angreiferinnen gewesen. Und die nächsten Einträge in der Datenbank hatten aber andere Einträge. Und das sind richtige Gmail- und Hotmail-Accounts, die habe ich jetzt da zensiert. Aber wie ich die nachgeschaut habe, die haben mich tatsächlich zu den echten Personen hinter diesen Angriffen geführt. Und ich habe es geschafft, dass ich 30 Personen, ging quasi an die Opfer, und ich habe also 30 Opfer davon identifizieren können und sie informieren können. Das waren alles Professoren, Professorinnen, Leute, die für NGOs arbeiten oder auch Journalistinnen. Ne? Ich weiß natürlich nicht, ob diese Angriffe erfolgreich waren und ob deren Accounts kompromittiert wurden, nur weil sie quasi angegriffen wurden. Vielleicht haben sie ja nicht drauf geklickt oder doch, das weiß ich eben nicht. Aber was ich weiß, ist, dass einige der Opfer, mit denen ich sprechen konnte, also die ich identifizieren konnte, wurden kurz darauf verhaftet und eingesperrt, weil sie das Regime kritisiert haben. Und die übrigen Folders, die da drin waren, die waren dafür, Phishing-Mails zu schreiben oder Phishing-Apps quasi auszuliefern, wie das eben in dem Amnesty-Report war. Also quasi diese Drittanbieter-Apps sind quasi aufgesetzt worden, um quasi den Account zu E-Mails von Opfern zu erlangen. So eine App haben wir zum Beispiel für Outlook gesehen in 2018. Und das ist jetzt da, ja, also es ist völlig verrückte Erlaubnisse, die diese App fordert. Und da waren auch zwei andere Applikationen. Und die haben Google Drive, die zielten auf Google Drive ab. Also ihr seht da auch, dass die Angreiferinnen nicht nur Nachrichten und E-Mails wollten, sondern auch quasi Files der Opfer, um auch auf die Zugriff zu erhalten. Und bei Gmail ist es so, wenn man diese Drittapplikation startet, ja, und den Link klickt, und dann, was ist es? Es ist immer derselbe E-Mail-Account, der diese Applikationen erstellt hat, den wir schon vorher gesehen haben. Aber der Screenshot zeigt auch, dass diese Apps die Opfer redirecten sollen zu einer anderen Website, die drivebackup.co heißt. Und diese Webseite, die war sonst nirgends bekannt in den Berichten. Ja, also ich habe sie nirgends in dem bösartigen Kontext sonst gesehen. Wie ich sie aber da in dem Konfigurationsfile gesehen habe, von diesen Applikationen, habe ich sie probiert, darauf zuzugreifen, aber die war nicht mehr da. Und wie ich versucht habe, dabei nicht wieder frustriert zu werden und quasi zu probieren, mehr über diese Webseite herauszufinden, bin ich über eine interessante Sache gestolpert. Und zwar, das ist eine Android-Application, die auf VirusTotal hochgeladen wurde und die mit dieser Website gesprochen hat, drivebackup.co. Und jetzt wird das also interessanter. Nur für den Fall, dass ihr gerade etwas verloren seid, fassen wir nochmal alles zusammen. Wir haben die Infrastruktur kennengelernt, die uns zu einer Webseite führt, die alle von dem gleichen Attacker gemanagt werden. Die haben dann Phishing-Apps geschrieben und die haben auf drivebackup.co redirected. Und jetzt haben wir eine Applikation, die auf drivebackup.co zugreift. Und was zur Hölle ist diese Applikation und wie steht die in Verbindung zu dieser Seite?
Um dieser Frage zu beantworten, habe ich die App auf einem Android-Gerät installiert. Und die hieß iLoud 200%. Als ich sie installiert habe, gab es kein Icon, also sah es so aus. Und der APK-Name war V1, also Version 1. Und das ist ein guter Indikator dafür, dass diese Applikation immer noch in der Frühphase der Entwicklung ist. Und diese App sagt uns dann jetzt, dass unser Klingelton 100% lauter ist. Aber es hat überhaupt nichts mit der Klingelton-Lautstärke gemacht. Also ich habe dann da weiter geforscht und habe gesehen, dass der interne Name war location.operations.iWout. Und was das macht, ist, es routet unterschiedliche URLs. Es hat sich verschiedene Permissionen gegeben. Und was es damit gemacht hat, es hat driveback.co kontaktiert und dann verschiedene Daten dorthin geschickt, Geodaten, Batteriestatistiken. Also habe ich das und wenn ich das gestoppt habe, dann hat es einen Persistenzmechanismus gehabt, der dafür gesorgt hat, dass es versucht hat, wieder neu zu starten und Daten hochzuladen. Und das ist ideal für jemanden, der wissen will, wo die App sich gerade befindet. Und das hat dann angefangen, sehr, sehr schlecht auszusehen. Um die Sachen dann noch komplizierter zu machen, habe ich dann gesehen, dass diese App von einer Webseite runtergeladen wird, die indexy.org heißt. Als ich auf diese Webseite gegangen bin, habe ich gesehen, dass es sie immer noch gibt. Eine Sache, die noch aktiv ist, aber nicht nur das. Außerdem gibt es noch ein Administrationspanel für diese App auf dieser Webseite und hier wird es als iTrack gekennzeichnet. Jetzt hat es also schon drei Namen. So, ich habe aber nichts gemacht mit diesem Panel auf dieser Webseite, aber habe mich weiter auf der Webseite umgesehen. Dann habe ich gesehen, dass auch hier die Files Directory von der Webseite zu sehen ist. Also konnte ich hier das Layout von dem Panel sehen und welche Seiten sie dann kriegen. Und ich habe gesehen, dass ein Bootstrap-Template benutzt wurde, um dieses Panel zu designen. Und in dieser Directory habe ich auch die Default-Bilder von der Bootstrap-Template gefunden, die so aussieht. Aber hier war nur ein Bild, das nicht Teil dieser Default-Template ist. Und dieses Bild hieß logo.png und das hat so ausgesehen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das kommt mir bekannt vor und ihr habt es auch schon gesehen. Und das waren die Credentials des Angreifers für die Datenbank. Und das hat mir also jetzt eine nette Verbindung zwischen den Phishing-Apps und dieser Applikation gegeben, die nicht nur diese Verbindung zu driveback.co ist. So, jetzt wollte ich mehr Informationen über die Webseite indexy.org herausfinden. Also habe ich da noch, und auch hier habe ich dann eine Verbindung zu einer Applikation gefunden, die sich mit dieser Webseite verbindet. Aber in diesem Fall wird die Applikation heruntergeladen von dem Play Store von Google und die hieß Indexy. Indexy hatte mehr als 5000 Downloads und während sie von jedem heruntergeladen hätte werden können, zeigt die Beschreibung und auch wer sie heruntergeladen hat, dass sie hauptsächlich an Ägypter gerichtet war. Und sie sollte also einen Service anbieten, der wie ein Truecaller-App funktioniert. Also man hat eine Telefonnummer und dann kann man da herausfinden, wer der Anrufer ist.
Das ist also in Ordnung, wenn man einen Service aufsetzt, der ähnlich wie ein Truecaller ist. Aber was nicht in Ordnung ist, hier gibt es ein Administrationspanel, der wo auch hier die Styles Directory exposed war. Und ich konnte dann auch hier die Daten sehen, nachdem sie gesammelt worden waren. Und hier habe ich auch wieder mehrere Seiten gesehen, die auch Statistiken aufgehoben haben und konnte durch die durchgehen und konnte sehen, dass die Daten von den Benutzern gemonitort wurden. Auch wer wen angerufen hat, von welchem Land in welches Land, was die Länge von diesem Anruf ist, was die Telefonnummer ist, und das sah sehr schlecht aus. Also haben wir das alles an Google weitergegeben und die haben dann die App heruntergenommen und die ist nicht länger verfügbar zum Download. So, wir waren in der Hölle und zurück. Wir haben viele Dinge überprüft. Und es fehlt aber noch ein Stück Information. Und wir haben den Indexy-Source-Code nicht genau angeschaut, aber es gibt ein paar interessante Dinge da drin. Ich habe gesehen, dass einige der Nachrichten, die die App loggt, wurden mit Xeno getaggt. In einem anderen Bild der App wurde noch eine Webseite erwähnt, surfgates.com. Diese Website, genauso wie die anderen Webseiten, hatte Whois-Information. So konnte ich sehen, wer diese Website registriert hat. Und sie war angeblich von einer Person aus Ägypten mit dem Nachnamen Shenavi. Die E-Mail-Adresse, die genutzt wurde in der Whois-Information, wurde auch verwendet, um andere Webseiten zu registrieren. Eine dieser Webseiten, die registriert wurden, hieß TX-Tips. Es sollte ein technisches Blog sein, um Entwickler mit Tipps zu versorgen über Programmiersprachen. Wenn du PHP verwendest, dann gibt es diese und jene Sachen. Alle Posts auf dieser Webseite wurden von Xeno hinzugefügt. Und es gab einen Post auf dieser Webseite, die über Googles API gesprochen hat, um Zugang zu Accounts von Nutzern zu erlangen. Das war der Code-Snippet auf der Website und das ist der Code-Snippet im Open Directory von den Applikationen. Beide diese Code-Snippets sehen sehr, sehr ähnlich aus. Also nochmal, das zeigt uns, dass alles ist irgendwie verknüpft. Und egal, wer diesen Code geschrieben hat, der ist auch verantwortlich für den Code von Indexy. Aber ich war nicht wirklich fähig, herauszufinden, wer dieser Xeno ist. Ob der wirklich eine echte Person ist. Aber vielleicht habe ich mir auch einfach nur die falsche Frage gestellt. Vielleicht hätte ich nicht fragen sollen, wer diese Person ist, sondern wo sie sich befindet. Weil, was ich jetzt noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass im Administrationspanel der iLoud-Applikation gibt es eine Page, die alle Koordinationen der App gesammelt hat. Damit sich diese App initialisiert hat, musste sie sich zu einer Default-Lokation initialisieren. Und das war ein Problem. Diese Koordinaten haben nicht nur auf Ägypten gezeigt und nicht nur auf Kairo. Sie haben auf ein sehr spezifisches Gebäude gezeigt. Dieses hier.
Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe und wie ich gewusst habe, wie dicht Kairo bevölkert ist, war das sehr seltsam. Und es war sehr seltsam, wie ich dieses Gebäude gesehen habe, wie es von sehr hoch luxuriösen Gärten umrundet ist. Später war ich fähig, herauszufinden, dass das die Headquarters von den Intelligence Services, von den Geheimdiensten aus Ägypten sind. Das zeigt uns, dass diese Attacke aus Ägypten stammt und hauptsächlich Ägypter targetet, um deren Daten, Positionen, Anrufe zu tracken. Wenn du denkst, dass das schlimm ist, der Eingriff in die Privatsphäre der Menschen, Ägypten hat gerade eine Praxis gestartet, dass Polizisten Leute fragen können, ihre Telefone zu entsperren, um festzustellen, ob diese an einem Protest teilgenommen haben oder auf Facebook irgendwas Kritisierendes veröffentlicht haben. Also warum sollten sie solche Backdoors bauen, um die Leute auszuspionieren? Wenn jemand sich dagegen wehrt, wie diese Frau in diesem Video, dann ist es genauso schlimm, als wenn man jemand mit schlechten Posts auf ihrem Telefon findet. Und wenn das nur irgendwer auf der Straße, der so behindert wird, dann ist es kein Wunder, dass Journalisten, die diese Repression entgegen sollen, dann ist es kein Wunder, dass diese Leute sich weniger melden. Danke. Danke für diesen Talk. Danke, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast. Jetzt haben wir noch Zeit für Fragen und Antworten. Also, Mikrofon Nummer 1. Hallo. Danke für deinen inspirierenden Talk. Meine Frage ist, wir haben gesehen, die selbstgebaute Technologie und viele dieser Schwachstellen, die du gefunden hast, weiß aber auch, ob die ägyptische Regierung hilft, andere Dinge haben, die noch nicht so simpel sind wie diese, wie etwa von anderen europäischen Anbietern. Und weißt du, ob dann kannst du diese, wie sehr diese Dinge getan werden, wie sehr werden Aktivisten getargetet? Danke für die Frage. Ich glaube nicht, dass es öffentliche Informationen darüber gibt, dass Ägypten so quasi diese Software importiert. Ja, aber es würde mich jetzt überhaupt nicht überraschen in diesen Fällen, weil viele Länder im Nahen Osten haben das gemacht, Marokko zum Beispiel. Also es wäre jetzt kein Schock für mich. Mikrofon Nummer 2. Danke für diesen inspirierenden Talk. Ich würde gerne auch du sein in meinem nächsten Leben. Meine Frage ist sehr persönlich. Hast du keine Angst, ob das vielleicht auf dich zurücktreffen könnte, dass du so viele Informationen hast? Ja. Naja, du weißt du, also ja, darüber habe ich schon nachgedacht und alles, also especially gerade, wenn man durch dieses Material durchgeht und sich das anschaut, aber das hat mich einfach sauer gemacht und deshalb war mir klar, ich muss darüber reden und das zeigen, wie es ist und das Risiko akzeptieren. Das ist halt so. Ich bin mit diesem Applaus einverstanden. Danke für die erstaunlichen visuellen Eindrücke. Dein Narrativ war sehr lang und du hattest sehr viel Erfahrung in der Art und Weise, wie du es präsentiert hast. Aber wie hat sich das angefühlt? Du hast gesagt, du bist frustriert.
In meiner Sicht ist das ein Wunder, dass das einfach nur so sichtbar ist. Wie hat sich dieser Prozess angefühlt, dass man Leute hat, dass man sich das anschauen kann? Kannst du vielleicht mehr über diesen Prozess reden? Dank. Ja klar, sehr gute Frage. Es war absolutes Chaos, also pun intended. Also ernsthaft durch all dieses Material zu gehen, sich das alles anzuschauen, vor allem von allem, was man hat, und man weiß nicht, was interessant ist, was nicht. Also ich bin wirklich alles durchgegangen. Manche Sachen habe ich einfach durch Zufall gefunden, durch Fehler. Vieles war gar nicht geplant. Und was mir am meisten geholfen hat, war eigentlich wirklich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu reden. Ich habe ihnen Fragen gestellt, sie haben mir Fragen gestellt, was ich eigentlich habe. Und dadurch irgendwie, es kann natürlich sicher gehen, dass ich jetzt nicht klinge wie eine Verrückte, sondern dass ich quasi ernsthafte und sinnvolle Informationen finde. Das hat sehr geholfen. Mikrofon Nummer 2. Hallo, danke für deinen großartigen Talk. Das hört sich vielleicht verrückt an, dass du alles veröffentlicht, was du tust, und warum würde man das machen? Hast du irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gesetzt, also zum Beispiel deine IP-Adresse verschleiert? Ja, also ja klar. Also ich habe das alles auf einem eigenen Netzwerk gemacht, nur für diese Analyse und hinter einem VPN, und damit habe ich probiert, dass ich also nicht trackbar bin, ja klar. Noch eine Frage von Mikrofon Nummer 2. Danke. Kannst du mehr darüber reden, wie die Opfer, was mit den Opfern ist? Du hast gesagt, dass sie identifizierbar sind über ihre E-Mail-Adressen. Hast du irgendwelche Maßnahmen gesetzt, um diese zu informieren? Oder mit diesen Informationen umzugehen? Und dieselbe Frage wäre noch, bist du oder dein Team, arbeitet ihr an Anleitungen, wie Leute sich schützen können vor diesen Sachen, vor diesen Angriffen? Also prinzipiell zu den Opfern, also quasi wir hatten ja viele von den Opfern, und nachdem wir alles hatten und auch den technischen Aspekt hatten, dann haben wir die New York Times kontaktiert, und die hatten dann Kontakte in der Region und konnten sogar mit einigen der Opfern direkt reden und sicher gehen, dass die auch wussten, dass sie angegriffen wurden. Und zum zweiten Teil der Frage, da würde ich sagen, wenn du von diesen Gegenden kommst und quasi in diesen Gegenden bist und weißt, dass musst du einfach bei allem aufpassen, was du bekommst über solche sozialen Netzwerke oder Medien oder was auch immer. Also das wäre Guidance. Also seid vorsichtig und seid euch bewusst, dass es quasi diese Phishing-Angriffe gibt, und das kann man einfach nicht. Das kann man auch nicht verhindern, eben gerade wenn da jetzt die Polizei dich fragen kann, dass du dein Handy erzeugst. Also da gibt es keine Chance. Okay, also eine Sache, die wir von deinem Talk wohl gelernt haben, ist OPSEC, OPSEC, OPSEC. Hi. Ich wundere mich, du hast die Positionsdaten erwähnt. Wie hat es die Positionsdaten erfasst? Über Mobilfunknetze oder über GPS? Also die mobile Applikation meinst du? Also ja, die hat einfach vom Device den Location Service genommen und einige Services probiert, also GPS, wenn das nicht ging, dann andere Sachen, und hat, was es immer gefunden hat, hat es quasi hochgeladen. Mikrofon um einen. Ja, hallo, danke für den Talk. Nur eine kleine Anmerkung. Ich glaube nicht, dass dieser Buffer-Puffer-Mistake irgendwas mit Ägypten dann zu tun hat. Auch in Deutsch ist das ein Fehler. Ich habe syrische Freunde und Freundinnen, die denselben Fehler machen. Ja, es ist nicht klar, Ägypten, aber ich will dazu noch anmerken, wie erkläre ich das jetzt über tricky sein? Also es ist ein arabischer Fehler, der oft gemacht hat, aber in meiner Gegend ist es, dass man ein P und ein B dass man ein P für ein B verwechselt, aber ein B und ein P, das ist bei mir sehr üblich. Es ist jetzt kein sehr eindeutiger Hinweis, aber es ist schon ein kleiner. Mikrofon Nummer 2. Hi, danke für den Talk. Entschuldige, hast du versucht, eine E-Mail an den Entwickler zu schreiben? Nein, das habe ich nicht probiert. Das habe ich nicht probiert, nein.
Vielleicht hätte ich das tun sollen. Ne? Gibt es irgendwelche Ergebnisse zu dieser E-Mail? Nein, also ich habe geschaut, ob es da einen Facebook-Account gibt zum Beispiel, der zu dieser E-Mail-Adresse gehört, aber ich habe nichts gefunden. Also es war wirklich nur in dem Code und ich glaube, der Name devd.log-something, das schaut auch so aus, als wäre es wirklich ein Developer-Log ist eigentlich und dass der Name darauf hinhintet. Also deshalb glaube ich, dass es nur dafür verwendet wurde, aber das ist nur ein Rat. Mikrofon Nummer 2. Danke für den Talk. Ich habe darüber nachgedacht, diesen Talk an andere ägyptische Leute, an andere ägyptische Freunde zu senden. Also das könnte schon gefährlich sein. Weiß, ja, nein, weiß nicht, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ja. Also ich würde sagen, sei vorsichtig, wenn du das weiterlässt. Also wenn sie gerade nicht in Ägypten sind, ist kein Problem, aber wenn du außerhalb bist, ist es gefährlich. Mikrofon Nummer 1. Also, du hast viel Arbeit gemacht, um diese Infrastruktur zu überprüfen von dem Geheimdienst. Und es gibt andere Institutionen wie das Citizens Lab, die viel Arbeit an solchen Dingen machen und viel exposen, viel enthüllen und die auch Informationen haben. Hast du die in deiner Investigation einbezogen? Ja, klar. Also ich habe quasi diese Sachen auch mit von anderen Leuten mir angeschaut und mit denen die Informationen geteilt. Und wir haben eben auch Amnesty kontaktiert, nachdem wir unsere Infos hatten und haben sie über alles informiert, was wir gefunden haben darüber. Also ja, das haben wir geteilt. Sind das die Ende? Gibt es noch weitere Fragen? Denkt es noch nach? Habt es noch andere? Also wir haben noch 2 bis 3 Minuten. Noch eine Frage. Mikrofon Nummer 2. Sollte Google irgendwas besser gemacht haben, damit diese App früher runtergenommen wurde? Sollten sie? Puh, da bin ich mir nicht sicher. Ja. Also sie haben ihre Mechanismen, um bösartige Software zu identifizieren. In dem Fall ist es schon relativ schwierig gewesen, weil es ist ja doch irgendwie ein guter Service auch gewesen. Also es ist sehr schwierig zu sehen, dass sogar so eine Dual-Use-App, ja. Wie macht man das? So andere Apps, was so schaut, ja, wo es so ausschaut, ja, das könnte eine gute App sein, aber also es ist unklar, also in dem Fall hätten sie es nicht wissen können. Mikrofon Nummer 2. Du warst also fähig, die Whois-Informationen nachzuschauen. Meine Frage ist, haben die Registriernamen, waren sie übereinstimmend oder gab es auch Straßenangaben? Weil es in Deutschland das auch vorgegeben ist und wenn es nicht versichert geschützt ist, gibt es immer eine Straßennamen. Also in dem Fall gab es nur einmal eine Whois-Information und ich glaube, da gab es keinen Straßennamen, sondern nur eine Region in Ägypten oder eine Stadt in Ägypten, also nichts sehr Spezifisches. So sind wir jetzt am Ende oder jetzt habe ich noch eine letzte Möglichkeit, 3, 2, 1, nein. Okay, danke. Oder eine Frage ist noch da. Gut. Okay, deine letzte Frage bitte. Ist es mir gerade eingefallen, wie hast du herausgefunden, den Ort, der auf der Karte angezeigt wurde, dass das das Geheimdienst war? Also wir haben mit Journalistinnen geredet von der New York Times und haben das über die dann quasi verifizieren können, dass das ist. Okay, dann vielen Dank für die vielen interessanten und enthusiastischen Fragen. Es zeigt, dass ihr den Talk alle gut gefunden habt. Also nochmal einen großen Applaus für Özil. Danke für den großartigen Talk.